Listen, all you New Yorkers. Ich bin jetzt gerade hier am Empire State Building, irgendwo da hinter mir ist das. Ja, das ist echt riesengroß und echt krass. Ja, ich gehe jetzt weiter zum Times Square und danach zum Central Park und heute Abend, wenn die Sonne untergeht, will ich dann aufs Rockefeller Center und mir ja, New York mal von oben angucken. Ja, das ist so der Plan für heute. Ich bin jetzt hier im Times Square und es ist mega laut und mega voll und alle Autos hupen einfach die ganze Zeit und so. Aber es ist auch mega cool. Und jetzt gehe ich nochmal ein Stück zurück, den Broadway, und gehe dann zu diesem dreieckigen Haus. Sieht aus wie so ein Bügeleisen oder so. Ja, da gehe ich jetzt mal hin. Hinter mir, also da, dieses Gebäude, das ist jetzt das Bügeleisen. Ich bin jetzt gerade im Central Park hier und ja, ich kann mir den leider nicht so viel angucken, weil der einfach erstmal riesig ist. Und ja, ich jetzt gleich aufs Rockefeller Center muss, weil die Sonne da hinten ja schon langsam untergeht. Und ja, deswegen mache ich mich erstmal auf den Weg. Ich war jetzt gerade im Rockefeller Center und wollte halt da hochgehen, aber man muss sich so bestimmte Zeiten kaufen, wo man da hoch kann, und die nächste wäre es in 1,5 Stunden gewesen, da ist die Sonne dann schon weg. Also mache ich es morgen Abend und gehe jetzt erstmal zur Central Station und dann zum Times Square, wenn es halt dunkel ist. Das wollte ich halt eigentlich morgen machen, mache ich dann halt jetzt und ja. hier in der Central Station und ja, es ist einfach so eine Riesenhalle. Und hier ist einfach der geilste Apple Store, den ich bis jetzt gesehen habe. Einfach hier oben so. Und ja, ich muss mir jetzt was zu essen suchen und dann gehe ich zum Times Square. Weil es sollte jetzt schon draußen dunkel genug sein eigentlich. So, zu denken, der Times Square wäre abends dunkel, ja, ist eine ziemlich dumme Idee gewesen, weil der ist einfach immer noch mega hell beleuchtet von den ganzen Werbetafeln und so. Und ja, jetzt gehe ich mal zurück zum Hostel und dann war es das auch schon für heute und ja, morgen geht's weiter.